Oh. Du bist tot. Naja. Nein, das wollte ich nicht. Ich brauche halt die. Hände hoch! Sofort! Zäune! Weg mit der Waffe! Nicht schießen! Ja. Mist. Einen habe ich daneben gesetzt. Und ich bin zu langsam gewesen, um die Leute zu retten. So gut, mein Sturmgewehr habe ich wieder voll. Whisky brauche ich gerade nicht. Ich wollte gerade noch... Hey, hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Moment mal, das sehe ich mir an. Alles klar. Wir sind hier! Kann ich ein paar Giftbeile herstellen? Ich glaube, die sind aktuell sehr gut. Okay, mein Freund. Ey! Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Abschluss frage, dass sie das ernst meinen. Das sehe ich mir an. Halt die Augen auf. Wir haben Feindkontakt! Haltet sie! Wir haben Kontakt! Verstanden! Bind mich los. Ich werde jeden Einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das ja, und zwar... Mir geht's gut. Hat man das so ganz unauffällig in der Animation gesehen. Oder in der Zwischensequenz. Dass es hier weitergeht. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Oh ja. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Da sind wir sicher. Wie soll ich die denn von hier aus aufbekommen? Eine Art Waffenlager. Sprengmunition. Das sollte gehen. Was? Ich brauche noch ein paar Pfeile. Oder wie viele Pfeile habe ich noch? Noch zwei. Den davon. Das Zeug habe ich genug.
Hier haben wir auch noch was. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Das kann alles gewesen sein, da hast du vollkommen recht. So. Na? Weg von der Tür! Hey! Ja, ich muss ja die mittleren nehmen. Gut, gut. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Gut, gut. Würde ich sagen, räuchern wir mal. Das ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Waffen-Upgrades. Ich kann Waffen verbessern? Was? Schaden. Schnelligkeit. Schaden. Ja. Cool, gewachsene Sehne. Ja, gut. Da habe ich nochmal 3 Fähigkeitspunkte. Boah, die ballern mich ja hier zu. Naja, kontern tue ich sowieso nicht. Kriege ich hier irgendwo noch EP? Ja. Gut. Zack. Gehen wir mal weiter. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hoch. Okay. Ja. Guck mal, was da steht. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Yep. Fliegenpilze hat man auch früher gern benutzt. Und zwar hat man Milch genommen, da Fliegenpilze reingeschnibbelt, dann das Ganze aufgekocht. Und dann hat man das irgendwo hingestellt. Und das war halt die ideale Fliegenfalle.
bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Ja? Wie denn? Haben wir ja gerade gelernt. Oh. Ja. Ist gerade vielleicht nicht so geil. Sind hier noch irgendwo welche? Plündern. Ach, und alles nicht und alles verbündet. Die kann man alle nicht plündern. Explosionspfeile. Wozu braucht man die bloß, hm? Gerade jemanden etwas stärker getroffen. Hier gibt's noch was. Ah, Bergungsgut. Schrauben sind immer gut zu gebrauchen. Ich dachte, die kommen raus. Ja? Mistkerl! Ja? Der ist in seine eigene Granate gelaufen. Leute, gib mir meine Pfeile wieder zurück.